So. Und schon wieder sehen wir uns in Mist. In Dark Souls wieder. Ich habe jetzt gerade die Silberritterrüstung angelegt, weil die für im Vergleich zu den anderen beiden schweren Rüstungen, die ich jetzt habe, Havels Rüstung, kann ich doch mal zeigen. Also im Inventar kann ich die zeigen. Ich kann sie jetzt nicht anlegen. Hier Havels Rüstung habe ich. Und natürlich die Schwarzeisenrüstung, die ich, wo ich inzwischen begonnen habe, die auch aufzuleveln. Ja, die haben halt den Nachteil, dass ich damit langsam bin. Und in der Schwarz Ritterrüstung bin ich schnell. Und das ist nicht zu unterschätzen für diesen Boss, an dem ich gerade voll am Abkotzen bin. Ey, der macht mich sowas von aggressiv. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist. Er ist einfach. Und wie ihr seht, der Zweihänder macht richtig gut Schaden gegen die silbernen Ritter. Die mache ich mit zwei starken Hieben platt. Ja, Anolondo habe ich an sich, soweit ich es sehen kann, geklärt. Also ich habe Siegmeier von Katharina getroffen. Ich habe den Riesenschmied getroffen. Also Siegmeier von Katharina habe ich auch befreit. Ich habe alle Mimics platt gemacht. Und ich glaube, ich habe auch alle Truhen soweit eingesammelt. Also hier geht's zum Riesenschmied, aber da will ich jetzt nicht hin. Ich will jetzt hier diesen silbernen Ritter mit seinem Scheiß. Was? Normalerweise machst du das nicht. Und jetzt macht er seine Combo. So. Und jetzt. Der gibt interessanterweise 300 Seelen mehr als die normalen weißen Ritter, silbernen Ritter. Und hier sehen wir zwei. Du solltest jetzt nicht kommen. Wo ist er? Bin ich jetzt bescheuert? Ach, er ist ein bisschen stur. Ja. Zwei Royal Sentinels, also das sind so. Yeah, Double Hit! Ich hau dich kaputt. Ohne dass er was tun konnte. Sehr schön. Die können sich nämlich heilen. Machen fett Schaden. Und können eine magische Schockwelle machen. Und ich hau daneben. Eigentlich sollte ich mich nicht an denen aufhalten müssen. Oh Gott, oh Gott! Aber der will sich jetzt heilen. Ja, leck mich! Ich hab mich weggerollt, du Sackgesicht von einem dreckigen Sentinel. Ich will jetzt. Nein! Nein! Ich will. Weißt du, wenn mein Charakter einmal so rollen würde, wie ich es gern hätte. Leck mich! Entschuldigung. Ja, wenn mein Charakter einmal so rollen würde. Oh Gott. Wie ich es gern hätte, dann wäre das kein Problem. Ich will eigentlich immer zwischen den beiden durch.
so ungefähr wie jetzt. Weil dann kann man den prima Schaden machen. Ohne dass sie einem gefährlich werden können. Klasse, klasse, klasse. So, das war jetzt seine magische Schockwelle. Das war sein anderer toller Angriff, der auch schön Schaden macht, wenn er zu nah dran ist. Und jetzt stirbst du bitte. Danke. So. Jetzt haben wir... Wie viel haben wir jetzt? 9310. Da drin sind nochmal 11.310, wenn ich es richtig im Kopf habe. Davon waren da noch mehr drin und eine Menschlichkeit, weil ich invaded wurde, als ich es mal mit Summon versucht habe, aber dann bin ich gestorben. Ich hab die... Ja. Egal, na, halten wir uns nicht daran auf. Und rennen... Oh, guck mal. Du Bastard, Ornstein! Oh nein, Smoke! Normalerweise hat er das nicht so frei gemacht. Oh mein Gott! Nein, Ornstein, Smaug, wie auch immer. Alter, ich hasse diesen Kampf. Weil Smaug ist... Oh fuck. Ich bin weggerollt, aber... Ignoriere mich halt! Verdammt, aber... Gleich springt Ornstein mich wieder an. Ja, ich wusste's. Ich wusste's. Diese Scheiß. Oh, Smaug. Leck mich. Nein, Smaug. Smaug, böser. Aus. Ihr seht, ich habe zu wenig Schaden gemacht. Bisher. Haha, nimm das. Friss Feuerball. Ja, klasse. Jetzt hat auch noch mein Feuerball verfehlt. Jetzt habe ich verloren. Also. Ja, ich roll halt weg, aber egal. Ist egal. Tolles Spiel. Nein, eigentlich ist es schon ein ziemlich geiles Spiel, aber das... Ich hasse diesen Kampf. Der hat mich jetzt so viele Blut und... Deine Mutter, Ornstein! Lutscht! Smaug! Wo haben wir wieder unseren rasenden Blitz hier? Ich sag nicht. Ich... Kann ich bitte mal aufstehen? Kacke, ja. Nee, ich bin tot. Kann man nicht anders sagen? Ich bin tot. Ich glaube, ich probiere es doch wieder mit Havels Rüstung. Nein, Smaug. Auch du nicht, Ornstein. Mir wurde empfohlen, mich zuerst um Ornstein zu kümmern. Da ich aber... Ich habe es bisher sogar schon geschafft. Kann mir bitte jemand bestätigen, dass ich außerhalb... Ich war außerhalb von Ornsteins Reichweite. Das kann mir keiner erzählen, dass... Es war ein... Ich habe es schon geschafft, Ornstein zu legen. Und dann kam Super Smaug.
Super Smoke ist auch ein schöner Gegner. Und ich kann mir nicht vorstellen, inwiefern Ornstein schlimmer, also ein Super Ornstein, Super Saiyajin Ornstein, da schlimmer sein könnte. Also, nee, ehrlich. Das sind beides Kotzbrocken. Das macht er sonst nie. Das macht er sonst nie. Nee, das akzeptiere ich nicht. Ich habe jetzt zu viel Leben verloren. Und ich gehe jetzt wieder auf Havels Rüstung. Das kotzt mich jetzt an. Alter. Als Helm. Als Rüstung. Als Stulpen. Als Gamaschen. So. Bei meinen besten Solo-Runs hatte ich eigentlich in Havels Rüstung. Ja gut, das. Ich habe bisher zweimal Ornstein klein gekriegt. Ah, jetzt habe ich es verkackt. Ei. Mann, normalerweise macht er dann immer seine Combo. Wir können jetzt auch aufleveln, aber. Kotzt mich so an dieser scheiß Bossfight. Ich hab mich schon beim Capra, beim Ziegendämon enorm aufgeregt. Weil ich da immer tot war, bevor ich gucken konnte. Da habe ich auch schlecht gespielt, das gebe ich zu. Und hier. Ich finde nicht, dass ich jetzt schlecht spiele. Ich spiele. Sicherlich nicht gut, sonst würde ich ja nicht die ganze Zeit drauf gehen, aber ich gehe mit einer Taktik ran und ja. Achtung vor die Drache, für den Arsch vor die Drache, da ist nirgendwo ein Drache. Nirgends. So, hier. Scharfschütze. Ja, das ist der Bogenschütze da drüben. Aber ich sage, leck mich. Leckt mich, ihr Sentinels. Boah, leck mich, du scheiß Huren, Drecks. Sentinel. Um es mal so auszudrücken. So, der kann mich mal. Der Silberritter auch. Ihr könnt mich alle mal. Kreuzweise. Geleckt. Ich renne jetzt wieder zu meinen Homies hier. Und Ornstein. Hey, hallo Ornstein. Leck mich, Ornstein. Leck mich auch, Smaug. Fuck it. Fuck you, Ornstein! Hey, ich bin... So sensibel war die Steuerung noch nie, ganz ehrlich. So sehr hat mich, glaube ich, auch noch nie ein Bossfight in irgendeinem Spieler abgefuckt. Ich bin ausgewichen! Aber das interessiert dich ja nicht. Nein, 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 nein. Nein. Also in der Regel sollten all meine... Angriffe mit dem Feuerball treffen. Tun sie aber nicht. Dementsprechend haben wir schon wieder verloren. Ich hasse diesen scheiß Bosskampf, ehrlich. Und wo ist jetzt? Hohohoho. Dachtest, du kriegst mich, oder? Wupp! Nein! Nein, du kriegst mich nicht! Oder auch nicht du!
Alter, ich hasse die Mutter. Weißt du, wer kommt? Ich hab geblockt, aber jetzt hat man natürlich nicht schnell genug den Schild hoch. Oh oh. Weißt du, in keinem anderen Bossfight, hoffe ich jedenfalls, hat man mehr als einen Bossgegner. Und nicht nur, dass man mehr als einen Bossgegner hat, nein, der andere wird auch noch stärker, sobald der andere tot ist. Ich, weißt du, ich drück auf die Rolle. Ja, toll, jetzt bringt mir die Rolle ganz viel. Ich krieg die beiden nicht mehr getrennt. Das ist doch kacke. Ey, ihr und eure Homoerotik. Das war so klar. Ihr könnt mich mal. Ich renne jetzt irgendwo hin, wo ich meine Seelen sofort wieder aufsammeln kann. Okay, sofort war übertrieben. Alter. Aber der Vorteil daran, dass ich das hier so aufnehme, ist, dass ich hoffentlich mich nicht mehr so sehr aufrege. Vorhin habe ich war ich kurz davor, etwas kaputt zu hauen. Und jetzt möchte ich nicht solche Aussätze im Video haben. Man könnte ihn eigentlich auch schon da drinnen umlegen. Aber das Problem ist einfach, dass ich hier nur 95% physische Schadensreduktion habe. Heißt, also vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, selbst wenn ich blocke, bekomme ich immer einen Ticken Schaden. Dafür habe ich aber eine erhöhte Ausdauer-Regenerationsrate. Und die ist echt nicht zu verachten. Vor allem nicht bei so einer Waffe wie... Ich dachte gerade, der kommt mir nach. Wie im Zweihänder. Natürlich kann man jetzt sagen, warum benutzt der Kerl überhaupt noch seinen Zweihänder, wenn er weiß, dass das Ding langsam ist und... Ja. Ich mache damit... wirklich immensen Schaden. Nein. Alter, Ornstein, nein! Ornstein, das ist nicht... nett. Oh, ficken! Ich wollte rennen! Darf ich rennen? Ich wollte heulen! Darf ich heulen? Die Seelen noch! Wo ist Ornstein? Wow, da ist Ornstein! Hallo, Ornstein! Schlechte Idee, nicht so nah an die Säule. Nicht so nah an die... Ich wusste. Das wird sehr scheiße. Das gebe ich zu. Vielleicht doch noch den Silberritter. Ich probiere es jetzt mit dem Kompromiss. Die Schwarzeisenrüstung hat jetzt nicht so eine hohe Schadensreduktion. Moment, mir fällt gerade was auf. Egal. Aber sie ist auch leichter als Harvest-Rüstung. Ach ja, ich sollte ja noch. Ja, das Problem ist einfach, dass mein Zweihänder
unheimlich hohen Schaden macht, weil er auf plus 10 ist. Und den Schaden kriege ich mit keiner Waffe. Der Kampf Ornstein Smaug, gegen Ornstein und Smaug ist aber so, dass ich möglichst viel Schaden anrichten muss, um einen Platz zu bekommen. Dann habe ich wenigstens nur noch den anderen an der Backe, was schon schlimm genug ist. Also die sind einzeln. Die hat man getrennt schon einfach nur als Bosse machen können. Die sind einfach nicht schön. Also, es ist absolut absurd, was sowohl... Oh oh. Was die beiden an Schaden machen. Das ist meine Meinung jedenfalls. Weißt du, ich drück... Ja! Ja! Seht ihr das? Ich will ausweichen. Ja, roll in Smaugs Richtung, das ist immer eine gute Idee. Wo ist Ornstein? So. Wie man sieht, ich habe jetzt Ornstein. Gut Schaden gemacht. Nur zum lumpigen... Oh oh. Das ist... Jetzt habe ich schon hier verloren. Ich habe verloren, weil jetzt haben sie mich wieder eingekesselt. Ich sehe nichts mehr. Sobald die einen eingekesselt haben, hat man verloren. Deswegen zocken es auch viele mit Summon. Ja. 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 Tot. Weil unser Schwulenduo Nummer 1 hier weißt du, ich roll halt, aber ja. Das sind jetzt schon genügend Ziele, damit ich aufsteigen könnte wieder. Wieder ein bisschen stärker wäre, aber nee. Also, ich mach Ornstein mit so einem Feuerball, Initialschaden und ca. 300 Folgeschaden. Womit ich auf ein insgesamt Damage-Output von ca. 500 komme. Mit meinem Zweihänder mache ich zwar rund 300 Schaden. Also auf den nächsten 50er gerundet. Wenn ich einen starken Angriff mache. Wenn ich einen starken Angriff mache, der natürlich nochmal langsamer ist. Ja. Und mein Zweihänder ist auf plus 10. Und ich habe auf Stärke geskillt. Also, ich habe auch andere Waffen auf plus 5 hochgelevelt, weil ich mir erhofft habe, dass ich bei den Riesenschmied, die auf plus 10 auch upgraden kann, was ich aber nicht kann. Das geht halt nicht. Und ich weiß jetzt, alter Ornstein, du bist aber ran, mein Freund. Schlechte Idee. Brauche ich mal Seelen. Ich bin dran vorbeigerannt.
was? Einfach nur was? Ja, 200. Gut, den Folgeschaden mache ich nicht unbedingt. Das ist halt so ein Risiko dabei. Er springt. Ich hab's mal geschafft. Jetzt bin ich stolz. What the fuck? Ich habe einen guten Run gerade gehabt. Smaug nimmt viel mehr Schaden dadurch. Ist hier interessant. Ey. Moin, wo war ich gerade in einem Raum? Okay, das war gut. Wo war ich gerade in meinem Raum, ganz ehrlich? Jetzt habe ich aber wieder das Problem, dass die beiden viel zu dicht aufeinander sind. Was? 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 Nein, ich roll immer so weit weg. Oh Mann. Der Kampf macht mich eben etwas nervös. Oh fuck. Oh fuck. Was? Was? Ich kam gar nicht. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Kampf hasse? Ich bin halt ausgerollt. Es hat sich ausgerollt. Das war's. Ich wollte nicht gewinnen. Ja, das war jetzt blöd. Ah, ficken, ich krieg die beiden nicht getrennt. Ich spiele auch zu blöd dazu. Vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit im Kreis rennen. Vielleicht sollte ich mal einfach nur die Beine in die Hand nehmen. Ja, es war klar. Ich finde es auch immer schön, mal nicht zu treffen. Ich habe... Wie viel Leben noch? Weißt du was? Leck mich. Ja. Das wird so nix. Das wird so echt so... Das wird so absolut nix. Ich werde so bitter bereuen. Gleich heißt dann wieder, Finstergeist invaded. Und wenn so ein schwuler Finstergeist invaded, dann habe ich verloren. Ich bin furchtbar schlecht im PvP. Ach ja, ich weiß inzwischen, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich jetzt weiß, wofür diese weißen Ringe stehen. Es ist nämlich so, dass die mit den Wundern zu tun haben. Die verstärken Wunder, die in ihrer Nähe gewirkt werden. Und die werden auch irgendwie, wenn man Wunder wirkt, oder wenn man irgendein spezielles... Ja, ja. Das war so klar. Ich will ihn rufen, los! Er ist weg. Ich bin tot. Ich hasse es.
Sehe ich den hier irgendwo stehen? Hallo? Ja! Er hat... Der will mich kontern wahrscheinlich. Man ist ja höflich. Au, oh, er hat... Tieflamme. Jetzt... Au! Oh! Toxic Mist. Ha! Oh! Ich habe ja auch gelernt, man heilt sich im PvP nicht. Was ich sehr interessant fand. Gegebenermaßen. Der hat, glaube ich, den... Es gibt so einen Ring, mit dem man eine andere Ausweichanimation hat. Fuck! 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 Das war's. Das war klar. Das ist das Problem an den schweren Waffen. Und jetzt habe ich... Kann man hier die Sälen sehen? Diese Dose. Hat schon viele meiner... Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bleibt so wie ihr seid und bis zum nächsten Mal.